Es ist heute Morgen in Melle-Westerhausen zu einem Verkehrsunfall auf dem Bahnübergang gekommen, bei dem ein Güterzug mit einem auf den Bahnschienen befindlichen Gelenkbus kollidiert ist. In dem Bus haben mehrere Personen gesessen. Als wir eingetroffen sind, haben wir festgestellt, dass insgesamt 10 Personen hier verletzt sind, darunter aber auch der Lokführer, der unter dem Eindruck des Geschehens natürlich stand. Von diesen 10 Verletzten sind 2 mittelschwer verletzt, die restlichen leicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Melle ist hier mit 4 Ortsfeuerwehren und insgesamt 60 Einsatzkräften vor Ort. Als unsere ersten Einsatzkräfte eingetroffen sind hier an der Einsatzstelle, stellte sich relativ schnell heraus, dass keine Person eingeklemmt ist. Insofern konnten wir dann sofort unterstützen bei der Versorgung der Verletzten im Rahmen unserer Möglichkeiten und haben hier die Einsatzstelle abgesichert.